Mach mal den. Peace, Leute, willkommen zum neuen Video. Unser sechster Versuch. Auf jeden Fall, ihr habt schon im Titel gelesen, unsere Ziele 2017 mit YouTube. Fangen wir an. Mein Kollege wieder an meiner rechten Seite. Faust drauf. Erwähnt erstmal deinen echten Namen, den haben wir noch nie erwähnt in den Videos. Wie heißt du eigentlich? Ich bin der Levin. Ich bin Levin. 16 Jahre alt. 16 Jahre alt. Ich komme aus der gleichen Stadt wie der Nico. Genau, ihr wisst gar nicht, woher ich komme. Aber alles klar, das kann man nicht sagen. Aus Bochum auf jeden Fall. Dann müssen wir doch sagen. Ja, fangen wir einfach mal an mit mir. Ich will auf jeden Fall, bis ich 18 bin, habe ich mir als Ziel genommen, ein paar Motorblocks noch hochzuladen, weil ich das Mikrofon bestellt habe. Aber leider hat der Adapter nicht gepasst und dafür muss ich dann noch einen Adapter holen. Ja, richtig ätzend, aber was willst du machen? Weil ich will euch halt geile Videos mit geiler Qualität liefern, dass ich auch beim Motorradfahren halt nicht diese Windgeräusche und sowas habe und auch einfach klar und flüssig damit reden kann. Ne? Ist halt wichtig so. Und ja, halt Motorvlogs zur Verbindung mit Fitness, Motor-Fitness-Vlog, wie ich das Video schon gemacht habe. Real Life einfach, chill mit Kollegen, mit ihm, Fitnessvideos, ganz normal weiter. Meine Diät, die wird echt fett. Ich bin jetzt auf 91 Kilo knapp, Diät läuft gut und 2800 Kalorien von 4000 knapp. Man merkt schon, dass man sich schon müder und ausgelaugter fühlt, aber Gewichte kann ich trotzdem weiterhin schieben und Kraft beibehalten ist halt hart momentan. Ich merke das schon, aber was ich so machen, weiter. Man weiß ja, wofür man das tut und der Sommer kommt. Ich werde auf jeden Fall im Sommer einen richtig geilen Urlaub mit meiner Freundin fahren. Privatstrand, Privathotel und es wird richtig geil. Nach Spanien halt, ne? Mallorca. Da werde ich auf jeden Fall krasse Aufnahmen machen mit meiner GoPro. Auch unter Wasser und halt einfach von Spanien und so. Schönes Wetter. Auf jeden Fall, das sind meine Ziele. Auf jeden Fall, bis ich 18 bin, habe ich mir als Ziel gesetzt, die 100 Abonnenten zu knacken. Das ist mein kleines Ziel. Soll ich irgendwie so abonnentengeil oder irgendwie sowas sein? Das ist einfach mein Ziel so, weil man muss sich auch Ziele setzen, um weiterzukommen. Und ja, ich hoffe, mit eurer Hilfe klappt das. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis jetzt haben wir 70 Abonnenten knackt. Ich freue mich sehr darüber. Ich danke euch auch und ich freue mich auf die Community, die ich dann langsam aufbaue. Leute, die mich halt unterstützen und mich gut finden und mich auch gucken. Und positives Feedback. Auch Kritik könnt ihr gerne schreiben, was halt nicht beleidigend ist, was auch weiterhilft. Und nicht immer stumpf Daumen nach unten geben, obwohl man keinen Grund hat. Man kann doch schreiben, Digga, das gefällt mir nicht, deswegen kriegst du einen Daumen nach unten. Klar, akzeptiere ich. Aber dass Leute einfach disliken, ohne was zu schreiben, was man das am besten verbessern kann oder so, ne? Ja, weil ich finde so, das ist ja so positive Kritik, so Sachen, die dir sagen, dass du verbessern könntest, das ist doch besser, Leute, als diese dummen Scheiß nach unten geben und von wegen, ja, schon, es gibt ja Leute so, schreiben unter Videos, ja, schon wieder so einer, davon gibt's genug und sowas, weißt du, kennst ja die Leute, ne? War bei mir nicht so, aber kenn ich auch. Leute, was soll die Scheiße? Guck mal, das machen Leute, das, was du auch gerne machen würdest, aber warum? Du machst ihn ja nicht klar. Du hast doch auch Spaß daran. Jeder fängt doch mal an. 16. Auch guck mal, du fängst es an. Machst du jetzt auch mir nach? Nein, im Prinzip. Dann würde ich sagen, ja, machst du dem auch nach. So. Was ist da dran? Findest du was einfach, ey. So, auf jeden Fall, das waren meine Ziele. Alles so kurz und knapp zusammengefasst. Jetzt gehen wir rüber zu meinen Kollegen. Fängst du erstmal an mit deinem YouTube-Name. Wie heißt du? Mein YouTube-Name ist Levos Motorlife. Ja, bis jetzt noch kein Video online, weil wie schon gesagt, ich weiß nicht, haben wir das in dem Video gesagt oder in den Sachen davor. Auf jeden wir Fall. Hatten mal ein Labervideo mit, Nein, ich meine mit dem PC. Ah, ne, mit dem PC? Das haben wir noch nicht erwähnt. Achso. Ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt einen PC bestellt, der wird jetzt irgendwie in den nächsten paar Tagen ankommen, denke ich mal. Und dann werde ich auch die Videos schneiden können und rendern und dann auch hochladen. Bei mir werden jetzt erstmal keine Motorvlogs kommen, weil mein Fuß halt noch kaputt ist. Wir werden jetzt kaputt. Erstmal zusehen, dass, nicht laufen. Dass wir dann von dir so, von deiner Person erstmal das erste Video aufnehmen, weil wer du bist, was du machst. Genau. Worauf du Bock hast, damit die Leute dich erstmal kennenlernen. Ja, bei mir wird halt Fitness und so, denke ich mal, nicht kommen. Es wird dann alles auf Nikos Kanal kommen, halt auch über mich. Wir werden auch eine Transformation von dem machen. Genau. Weil man muss ja halt jetzt erstmal wieder aufbauen, um zu sehen, dass du wieder laufen kannst. Das ist das Wichtigste erstmal. Ja. Bevor man dann groß irgendwie Gewichte und sowas halt. Bei mir wird halt mehr ums Motorrad kommen. Ich werde euch viel erklären, wie man Wheelies macht oder was man beim Motorrad achten kann oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Und halt wegen dem Sportausbruch wolltest du auch noch was abdrehen, ne? Genau. Weil es gibt ja kein. Wir haben auf YouTube geguckt von der Yamaha, auf jeden Fall von seiner Maschine.
Maschine, der WR 125, du hast einen Neowinz-Auspuff. Neowinz-Auspuff, da haben wir keinen Review gesehen. Keine Ahnung warum, also kannst du auf jeden Fall machen, ne? Ist auf jeden Fall richtig geiler Auspuff, ey, kann ich mir empfehlen, ich schwör's dir. Link in der Beschreibung, natürlich nicht. Doch, kannst du auch verlinken, Digga, weil jemand den haben will oder so. Ja, wenn ein Enter. Amazon Reflink ist drin, ha! Motorvlogs, ja, mal normale Vlogs, irgendwie, wenn ich mal in der Stadt bin. Ja, mit mir Urpark, ne? Oder so, genau. Ja, dann mit Freunden Perlen, irgendwie so. Essen gehen. Oder vielleicht auch mal, wenn ich feiern gehe, das werde ich mal schauen, aber mal gucken. Da werde ich auf jeden Fall nicht dabei sein, nach Essen. Hä, aber manchmal bist du auch dabei, nur du trinkst halt nichts. Ja. Außer die Cola oder das Wasser. Cola ja, das war früher, aber ich habe mir dazu entschieden, nicht mehr feiern zu gehen, weil es einfach nur noch Stress gibt. Und mir bringt das auch nicht so. Deswegen. Ja, okay, stimmt schon. Aber okay. Wir werden auf jeden Fall Real-Life-Hacker. Weißt du noch unsere Zeiten früher? Wir haben so Bikes und so. Wir haben so viel erlebt. Da kommt auch noch ein Real-Life-Story zu. Mit den Tischen, Stühlen, Fahrrädern und sowas, ne? Haben wir auch schon abgedreht, muss ich nur noch schneiden. Und ja, auf jeden Fall, wir haben ja auch viel einfach zu zeigen. Wenn wir was essen, wir gehen so oft essen und dann bestellen wir und dann gehen wir raus mit Freunden oder genau. Wir fahren dahin oder wir fahren, machen irgendwas. Im Sommer, wenn es jetzt gutes Wetter wieder wird und ich wieder laufen kann, wird auf jeden Fall richtig krass zusammenkommen. Bei mir jedenfalls, denke ich mal, wenn ich fit bin und wieder alles läuft und alles gut ist, wenn ein paar Carporns oder Bikeporns kommen und so, dann wird schon was Fettes auf euch zu. Er hat auf jeden Fall sich Mikro heute bestellt mit 4 Adapter, Leute. Fünf sogar, da falls eins kaputt geht, hat er wieder eins am Start. Ne? Ja, man, du musst das. Wie gesagt, ich habe ja auch mir eins bestellt und das kommt auch an, das werde ich auch testen. Ich warte nur bis dahin. Mache ich erstmal keine Videos fürs Motorrad, weil ich will ja auch gute Qualität, wie gesagt, liefern und Tonqualität soll ja auch stimmen. Bei mir auf dem Kanal wird auf jeden Fall dann noch eine Tour kommen mit meinen Jungs. Wir werden nämlich in den Sommerferien wahrscheinlich wegfahren. Wir wissen noch nicht ganz genau wohin, auf Motorrädern oder nicht. Aber ich denke mal, wenn wir Motorräder fahren, werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Wahrscheinlich dann in Sauerland oder so oder nach Holland, mal gucken. Aber ich denke mal eher nach Sauerland. Wenn euch was einfällt, was wir aufnehmen könnten, irgendwie so wie Try Not To Love Challenge oder irgendwelche Challenges, die wir beiden mal machen könnten, keine Ahnung. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Also, jetzt nicht sowas wie Liegestütze, ist ja klar, dass er gewinnt, ne? Aber irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich nicht. Zum Beispiel einfach irgendwas Chilliges, so, oder halt so, was würdest du eher, oder irgendwie sowas in der Art, wisst ihr? Wer würde eher oder so, ne? Oder halt irgendwie eine Runde zocken gegeneinander und wer verliert, muss das mal. Ja, man, eine Halbzeit der, eine Halbzeit der, und dann mal gucken, wer besser abschneidet. Ja, irgendwie sowas, Leute. Ich hab einfach Bock drauf, Digga. Aber ihr müsst einfach mal in den Kommentaren schreiben, worauf ihr Lust habt, weil wir machen uns Gedanken halt und wir wissen ja halt nicht, wie das so ankommt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare sowas, worauf ihr Bock habt. Überlegen wir das uns so, wie wir das machen am besten. Und dann kommt das halt so, wisst ihr, wie ich meine? Weil wir gehen ja auch auf die Zuschauer ein, so. Das ist ja das Wichtigste. Was die sehen wollen, müssen wir ja versuchen irgendwie umzusetzen, weißt du, wie ich meine? Ja. Auf jeden Fall. Ich heute mal mit Cap am Start im letzten Vlog gekauft. Ja, keine Ahnung, Mann. Chillig aus, Digga. Danke, Digga. Auf jeden Fall. Er hat sich ja hier schon den, wie heißt das? Ein Grenzgänger-Jersey. Ja, meine Jersey, Leute, hat er sich geholt fürs Motorradfahren schon mal. Ja, nicht ich, ne? Hat meine Freundin mir zu Weihnachten geschenkt. Ja, oder so. Auf jeden Fall ist er ja schon richtig heiß aufs Motorradfahren, ne? Junge, ey, überleg mal. Ich kann nicht. Seit letztes Jahr November bin ich nicht gefahren. Wir haben den 15. März. 15. März. Heftig, Digga. Ich kam letztens hier so rein, er sitzt so einfach mit Helm und sein Kombi hier, Alter. Krass. Ich dachte so, ey, was ist da los? Er geht auch ab und zu mit Krücken einfach in die Garage und macht einfach Sound an, um das Motorrad zu hören, ne, Digga? Ja. Aber du hast Glück gehabt, dass dein Motorrad nicht abbekommen hat. Ja, Digga, wie Glück du einfach hattest. Also war in dem Zeitungsartikel stand ja 1000 Euro Schaden am Motorrad, dies, das, da war nicht mal so krass dran. Ich hab den ausgeschnitten, da stand was von schwerer Unfall. So Leute, ich blende euch das mal kurz ein, da könnt ihr auf Stopp drücken, wenn ihr das lesen wollt. So, als abschließendes Wort fassen wir jetzt nochmal zusammen auf deiner Seite. Erzähl nochmal, was deine Ziele halt einfach so groben im Ganzen sind, so als Übertitel. Auf schnell, ne? Auf schnell einfach. Ja, eine gute Community auf YouTube aufzubauen. Haben wir einfach beide das Ziel, eine gute Qualität auf YouTube zu haben, also die Videos, dass sie immer besser werden von der Qualität her. Natürlich, und steigern und so. Genau, dass wir uns steigern, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall das Training durchziehe. Und nicht wieder auf halbe auf Klamotte mache. So einmal in der Woche trainieren, dann kein Bock mehr. ja. Dann, dass ich die Motovlogs oder generell YouTube auch durchziehe. Das Wichtigste ist halt auf YouTube, dass man konstant dran bleibt. Das ist wie in allen Sachen. Ja, aber ich meine, Digga, guck mal, uns macht so viel Spaß. Wir treffen uns jeden Abend. Digga, lass mal ein Video aufnehmen. Ja, guck mal, wir dann schreiben so. Sehen, Digga, wir machen ein Video. Überlegen so 10 Minuten, Viertelstunde. Mir fällt uns einfach so was ein.
Und dann haben wir gesagt, hey, komm, schnappen wir uns die Kamera, nehmen was auf und fertig. Ja, Leute, einfach aufnehmen, ne? Eine Hemmung haben. Warum nicht, ne? Und ja, was noch? Ich denke mal, das war's, ne? Und halt noch gesund werden, aber ist ja eigentlich kein Ziel. Nee, das ist halt so. Das wünscht sich ja jeder einfach. Ja, ja. Auf meiner Seite halt Fitness, Motorradvlogs, geiles Mikro zu haben, die Qualität auch immer zu steigern, Videos immer zu verbessern und auf euch auch eingehen und halt besser werden in dem, was man tut. So, ne? Wer will das nicht? Und halt meine Diät, die ist an oberster Stelle gesetzt, die halt durchgezogen wird und krass wird. Und das ist halt so mein Ziel, darauf arbeite ich jetzt schon seit 4 Jahren ungefähr hin. Ey. Du weißt ja früher immer. Ja. Schön gepumpt, Digga, bis jetzt aufgebaut. Und jetzt ist das meine erste große Diät so. Und da habe ich einfach richtig Bock drauf. Hält mal an. Ich freue mich einfach darauf, auf den Sommer. Und auf den Urlaub, der wird auch auf jeden Fall fett. Das ist auch noch so ein Ding, ja, wo richtig geile Aufnahmen kommen. Ja, Mann. Wenn euch das gefallen hat, ein Like oder abonniert mich, beziehungsweise ihn, ist halt in der Videobeschreibung. Ich pack ihn einfach rein. Ja, hat noch kein Videozeit, aber wird halt dann kommen, wenn es euch interessiert, dann schaut einfach mal vorbei. Beziehungsweise abonniert ihn und dann wartet halt auf das erste Video. Das werden wir halt die Tage auch nochmal abdrehen. Und schaltet bei ihm diese Glocke ein, falls ihr noch nicht kennt. Dann kommt immer Benachrichtigung, wenn er ein neues Video hochgeladen hat. Ja, Mann, danke, Digga. Auf jeden Fall Glocke, wenn ihr Bock habt, halt nichts verpassen wollt und direkt sehen wollt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace. Ciao.